Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich eine Bastelei für dich, Upcycling mit dem großen Glas, ob Einmachglas, Gurkenglas, was du zu Hause hast, als Vase, als Windlicht, eventuell mit einer kleinen LED-Kette oder einer Kerze, wie du das möchtest, kannst du alles verwenden. Und ich hatte ja diese Gläser schon mal gezeigt, zu Weihnachten mit Schneeflocken. Und fürs ganze Jahr urig gemacht mit, also so im Oktoberfest-Look mit Hirsch und Band. Und heute ist jetzt die Frühlingsdeko dran oder Sommerdeko, kann man dann zu vielen benutzen. Und dann möchte ich dir zeigen, wie einfach das geht. Es kostet kaum was, man kann so viel und Tolles damit dekorieren. Und wie einfach das geht, mit oder ohne Griff, das zeige ich dir jetzt. So, was brauchen wir? Verschiedene Gläser könnt ihr nehmen. Das ist jetzt ein Einmachglas von der Oma, von der Uroma. Das ist ein großes Gurkenglas. Das liegt bei euch, was euch am besten gefällt. Dann habe ich hier Holz dazu und das ist aus dem Discounter Anzündholz. Ohne Werbung zu machen, ich kriege nichts dafür, ich kaufe mir das alles selber. Habe ich das jetzt gefunden bei Rewe. Das gab es auch bei Aldi, bei Obi, wo ihr das so findet. Sonst machen wir immer das Anzündholz selber. Aber ich wollte euch mal zeigen, was man kaufen kann. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, zu Hause das zu machen. Bei uns machen wir das selber, wie gesagt. Aber so toll findet man das auch im Handel. Und da hat ein großer Pack gekostet 2,49 Euro. So, dann habe ich eine Heißklebe, Patronen dazu. Es geht auch mit dem Kraftkleber, aber mit einer Heißklebepistole ist man schneller. So, ich möchte zuerst ganz gern einen Griff dran machen. Dazu nehme ich Aludraht, verschiedene Farben. Und ich nehme jetzt hier diesen Gelbgold dazu, weil ich finde, der passt ganz gut zum Holz. Und dann messe ich mir erstmal oben das Glas, den Rand, und gebe auf jeder Seite Minimum 5 cm dazu. Weil der so weich ist, kann ich es mit einer normalen Küchenschere schneiden. Oder wenn ihr wollt, dann natürlich auch mit einer Zange. Psst. Simba ist da. Muss unbedingt mal zugucken. Und jetzt geht er auch gleich wieder. So, das ist jetzt hier rum. Das legen wir erstmal locker nur zum Messen um den Glashals. So, dann braucht man noch für den Henkel, so hoch wie ihr das haben wollt, plus auf jeder Seite nochmal ungefähr 5 cm. Da. So, jetzt biegen wir uns erstmal eine Öse. Geht auch wirklich prima mit einer Zange, aber geht auch so. Eine Öse. Dann ziehen wir den Draht durch auf einer Seite. Dann biegen wir uns hier auch eine Öse. Und dann kommt auch der andere Draht durch. So. Und dann legen wir uns das um den Hals drumherum. Ganz, ganz eng. Fixieren uns das wirklich rechts und links. Und dann drehen wir das Ganze ganz feste zusammen vorne. So. Und das geht am besten, bevor das Brennholz drankommt. Und dann haben wir schon einen Griff. Könnt ihr natürlich auch ohne machen, das liegt ganz bei euch. Ich finde es nur ganz praktisch zum Wegtragen. Ob jetzt mit Kerze oder Lichterkette oder auch mal Blumen hinein, das geht alles. So, dann brauchen wir das Brennholz. Und dann nehme ich ganz gern mit Rinde und ohne Rinde. Guck mir genau, wo es anliegt bei meinem jeweiligen Glas. Und dann gebe ich wirklich ganz, ganz, ganz viel Kleber an. Bei mir liegt es jetzt nur unten und oben an, bei dem geriffelten. Und dann klebe ich es fest. Darauf achten, dass es wirklich so ist, dass es unten ziemlich bündig ist. Und oben gibt ja die Länge vor vom Holz. Dazwischen mache ich jetzt ganz gern immer so einen Zwischenraum von einem Zentimeter, damit das Licht noch durchfallen kann, wenn ich es als Windlicht benutze.
oder als auch Vase. Also ich finde es nicht so schön, wenn es komplett zu ist. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr das macht. Und ich wechsle jetzt ab, einmal mit Rinde und einmal halt glatt. Aber auch das kann jeder machen, wie es ihm gefällt. Und das mache ich jetzt rundherum. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. So, ich habe es jetzt rundherum gearbeitet mit dem Brennholz, mit dem Anzündholz. Und jetzt habe ich hier eine kleine Blumengirlande. Ich kaufe mir ganz gern Blumengirlanden, weil das sind oftmals so kleine, süße Blumen. Und die schneide ich mir dann einfach ab, so wie ich das möchte, wie ich es am besten gebrauchen kann. Und dann klebe ich mir die in die Zwischenräume wie so eine kleine Wiese. Unterschiedlich hoch. Und da habe ich immer ganz viele Blumen. Wie gesagt, auch kleinere. Kostet wesentlich weniger als jetzt ein Tütchen mit kleinen Blumen. Und die arrangiere ich hier unten dazwischen. Gebe ich einfach Kleber an. So. Und dann drücke ich mir die hinein. Nehme ich mir ganz gerne ein Hilfsmittel, ein Holz oder ein Schaschlikspieß, weil es tut ja wirklich weh mit dem Heißkleber. Und dann kommt jetzt in jedem Zwischenraum, kommt unten her so eine kleine Blüte oder auch mal was Rankendes. Und so mache ich das rundherum. Und dann wirkt das ganz toll, ganz frisch. Hier so eine Frühlingswiese, eine Sommerwiese mit Margariten. Und dann ist eine ganz tolle Deko auch schon fertig. Und so ist jetzt die kleine Deko fertig. Man kann ganz toll es beleuchten. Ich mache mal gerade das Licht aus, das sieht man vielleicht besser. Mit einer Lichterkette, mit einer LED-Kette, eine normale Kerze. Alles, was ihr zu Hause habt, funktioniert da prima. Oder ihr benutzt es als Vase. Und das sieht dann auch ganz toll aus. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du schaust bald wieder mal rein. Da gibt es dann eine Idee mit einem süßen gebastelten Häschen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle kreative Zeit. Bis wieder mal. Alles Liebe. Tschüss.